Der 18-jährige Nico ist nicht dumm, aber faul. Nach einer Ehrenrunde in der Hauptschule geht er mit einem miserablen Zeugnis und ohne Chance auf einen Ausbildungsplatz ab. Der einzige Job, den er ergattern kann, ist in einem Sexshop. Nico schämt sich dafür und lügt allen vor, er hätte einen Traumjob im Elektromarkt. Doch nicht nur sein Arbeitsplatz ist ein Problem, sondern auch seine Arbeitskollegin Cassie, die ihn unbedingt verführen will. Als es zwischen ihnen zum Streit kommt, wird Cassie giftig. Sie lässt Nikos Lügen auffliegen und erzählt seiner Freundin Laura, dass auch sie eine Beziehung mit ihm hat. Laura macht daraufhin sofort Schluss. Cassie hat mir alles von dir erzählt. Was? Kurz darauf wird Cassie im Hinterhof des Sexshops brutal zusammengeschlagen und mit Tritten schwer verletzt. Nico Fleming ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, dass der Azubi die Kontrolle verloren hat, nachdem seine Kollegin seine Beziehung zerstört hatte. Herr Fleming, wollen Sie sich zu den Tatvorwürfen äußern? Das stimmt alles nicht. Ich hatte kein Verhältnis mit der Cassie und ich habe sie ganz bestimmt nicht krankenhausreif geschlagen. Ist es allerdings so, dass Cassie Papin, mit der Sie ja zusammen in diesem Sexshop Sextoys and More zusammengearbeitet haben, nicht nur bestätigt hat, dass sie eine Affäre miteinander gehabt haben sollen, sondern die hat sie auch als Täter benannt. Ja, aber Cassie lügt. Und welchen Grund hätte sie denn dazu? Die will mich fertig machen. Die packt es einfach nicht, dass ich nicht auf sie stehe. Sie wollen also behaupten, dass Frau Pape sie nur deswegen beschuldigt, weil sie haben abblitzen lassen? Kann doch sein. Ich meine, gut, vielleicht habe ich ihr ein bisschen zu deutlich gesagt, warum ich sie nicht will. Was haben Sie denn zu ihr gesagt? Ja, dass ich auf ihre operierten Plastikmöpse nicht stehe und dass sie mir zu billig ist. Und 13er Make-up im Gesicht sind halt auch nicht so mein Fall. Okay, sowas hört natürlich keine Frau gerne. Und manche reagieren auf Zurückweisung eben extrem. Ich glaube, Cassie ist es einfach nicht gewöhnt, dass es Typen gibt, die nicht auf sie stehen. Ja. Es gibt allerdings Belege für ihre intime Beziehung mit Frau Kappe. Welche sollen das sein? Lachen Sie jetzt immer noch? Diese Fotos von Ihrem Handy zum Beispiel? Ach, da war Cassie gerade neu. Ich meine, sie wollte unbedingt diese Dessous ausprobieren und sie hat mich dann gefragt, ob ich die Fotos mache. Ich habe die nur so gemacht, es war rein geschäftlich. Rein geschäftlich, ja? Ja, mein Gott, ich meine, wenn man jeden Tag in diesem Shop steht, dann findet man die ganzen Sachen nicht mehr so aufregend. Ich habe die Fotos dann halt gemacht, ich fand es witzig und es hat mich nicht angemacht. Mal ganz abgesehen davon, ob sie eine Affäre hatten oder nicht, das ist ja nicht das Wichtigste. Fakt ist jedenfalls, dass Sie und Cassie Pape an diesem 19. Dezember eine Auseinandersetzung hatten in dem Sexshop. Das wissen wir deswegen, weil es ein Überwachungsvideo gibt. Und auf dem ist zu sehen, dass im Rahmen dieser Auseinandersetzung Sie die Frau Pape geohrfeigt haben. Ja, und mir ist noch in der Sekunde klar geworden, wie scheiße und erbärmlich das ist, eine Frau zu schlagen. Aber Cassie hat mich absolut provoziert. Es ist tatsächlich erbärmlich. Sie nennen genau das richtige Wort dafür. Ja? Aber eine Provokation, egal welcher Art, ist dafür keine Rechtfertigung. Es war der Wahnsinn. Also ist Ihnen schon klar, ist kein Grund, handgreiflich zu werden. Ja, ich habe mich daneben benommen. Verhalten, wie ein Arschloch, okay? Aber Sie kennen die Cassie einfach nicht. Die ist mindestens genauso mies. Das ist die krasseste Bitch, die ich je gesehen habe. Jetzt passen Sie mal auf. Jetzt fangen Sie nicht hier an, Sie auch noch zu beleidigen. Sie sind ja auch wegen Beleidigung angeklagt. Da ist sofort, haben Sie die nächste Anklage am Hals. Ja, mein Mandant hat sich halt darüber empört, dass seine Kollegin Lügen über ihn erfunden hat. Und er hat seinen Fehler ja auch sofort eingesehen. Was hat denn den Streit zwischen Ihnen und Cassie Pape ausgelöst? Ja, das war am Tag vorher. Da habe ich ihr gesagt, dass ich eine Freundin habe und dass ich glücklich bin mit Laura. Und wie hat die Frau Pape darauf reagiert, dass Sie eine Freundin haben? Die ist total ausgeflippt. Die meinte, von wegen, ich hätte sie hingehalten und angelogen. Und ja, keine Ahnung, was mit der los ist. Tja, und dann hat Frau Pape es jedenfalls übernommen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ja. Sie hat in meinem Handy nach der Nummer von Laura gesucht, hat's gefunden. Und dann Laura hat sie ist Ihre Freundin? Laura ist meine Freundin. Und, also, war meine Freundin. Sie hat sie angerufen und ihr gesagt, dass wir seit ein paar Wochen miteinander schlafen würden, was absolut nicht stimmt. Ja, ist ja wohl kein Wunder, dass sich Ihre Freundin von Ihnen getrennt hat, als sie die Wahrheit erfahren hat, oder? Das war nicht die Wahrheit. Sie hat genauso reagiert wie Sie. Ich konnte sagen, was ich wollte. Die hat mir nichts geglaubt. Kann das vielleicht auch daran gelegen haben, dass Sie auch sonst nicht so ganz das mit der Wahrheit genau genommen haben, hä? Was Ihre Arbeitsstelle betrifft, sollen Sie sie ja auch angelogen haben. Wir sind erst Anfang Dezember zusammengekommen, da hatte ich all meinen Freunden schon gesagt, dass ich in einem Elektromarkt ist ein Sexshop kein Elektromarkt. Wieso haben Sie das dann gesagt? Ja, das war mir endpeinlich. Ich meine, ich habe im Sexshop meine Ausbildung gemacht, das sagt man nicht gerne jedem. Und naja, ich habe halt keine andere Ausbildungsstelle bekommen. Und die hat mir dann die Jobagentur angeboten, war halt besser als nichts. Cassie Pape hat ihr Lügengerüst zum Einsturz gebracht. Und daraufhin haben Sie die Frau in ihrer Wut brutal zusammengeschlagen. Nein, so war das nicht. Laura hat in meiner Mittagspause mit mir Schluss gemacht. Und ich wollte dann sofort zu Cassie und wollte, dass sie alles klarstellt.
Aber das ging nicht. Den ganzen Tag waren Kunden im Laden. Ich konnte nicht mit dir reden. Aha, es hat also den ganzen Nachmittag gegen ihn gebrodelt. Und als endlich der letzte Kunde weg war, da haben sie dann zugeschlagen. Ich war sauer, na klar. Aber sie hat mal hören müssen, was sie über meine Freundin erzählt hat. Was hat sie denn gesagt? Ja, von wegen, man wird ja von Weitem schon ansehen, dass sie noch nie gepoppt hätte und ob sie jemand nicht eine Dose rohrfrei besorgen soll. Ja, wie gesagt, und dann haben sie zugeschlagen. Ja, leider. Ich wollte mich sofort bei ihr entschuldigen. Sie ist dann raus in den Hinterhof, ich bin hinterher und sie hat mich nur noch beleidigt, ich konnte nichts sagen und da habe ich sie dann halt da stehen lassen. Haben Sie nicht? Sie haben Ihre Geliebte im Hinterhof des Sexshops brutal zusammengeschlagen und noch mit einigen Tritten versehen. Und als Sie dann irgendwann mal gemerkt haben, was Sie da angerichtet haben, sind Sie doch nur noch abgehauen. Nein, das stimmt nicht. Aber die Frau Pape, ich sag's nochmal, hat sie bei der polizeilichen Vernehmung ausdrücklich als Täter benannt. Und ich sag's nochmal, Frau Pape lügt, warum auch immer. Ich gehe davon aus, dass sie den wahren Täter decken will. Das ist doch völliger Unsinn. Ich meine, abgesehen davon ist ja nicht nur seine Kollegin die einzige Zeugin. Es gibt ja auch noch einen anderen Zeugen, nämlich Dr. Jörg Bergmann. Der hat ihn ja auch kurz nach diesem brutalen Anschlag gesehen, wie er aus dem Hinterhof gelaufen ist. Ja, und Frau Staatsanwältin, es gibt noch eine dritte Zeugin und die widerlegt die Aussage von Dr. Bergmann. Diese Zeugin hat meinen Mandanten nämlich auch gesehen, kurz nach der Tat, allerdings zwei Straßen weiter. Was bedeutet, dass mein Mandant, ja, Cassie Pape nicht zusammengeschlagen kann? Der war da schon längst weg. Dr. Bergmann lügt und Cassie Pape lügt auch. Ach, das ist doch Blödsinn. Was für einen Grund sollte denn Dr. Bergmann haben zu lügen? Wir fragen mal beide persönlich. Oder gibt es noch Fragen? Keine. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Cassie Pape, bitte. Guten Tag, Frau Pape. Hallo. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Ihnen ist natürlich klar, dass Sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Wenn es nicht tut, macht sich strafbar. Klar. 55 StPO. Ich belehre Sie auch, dass Sie Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja. Sie heißen Cassie Pape, 20 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, arbeitslos. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. In welcher Beziehung stehen Sie denn mit dem Angeklagten? Also der Nico, der war Azubi in dem Sexshop, in dem ich als Aushilfe gearbeitet habe. Und ja, wir hatten halt mal was zusammen. Boah, du lügst, das stimmt nicht. Sorry, dass ich nicht auf so aufgespritzte Tussi stehe. Ach so, jetzt auf einmal bin ich eine aufgespritzte Tussi, oder wie? Du fandest das doch so geil. Gerade du. Wieso gerade du? Ja, der hat uns doch alle angelogen. Mich, seine Freundin und seine ganzen Freunde. Einmal hat sich der Nico sogar unterm Tresen versteckt, als zwei von dem, denen in den Sexshop reingekommen sind. Nur, dass keiner sieht, dass er hier Pornos und Dildos verkauft. Naja, das haben wir schon gehört, dass es der Angeklagte damals mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat. Ja, der hat mich und seine Freundin voll verarscht. Und deswegen habe ich ihr dann auch erzählt, was zwischen den Nico und mir so läuft. Und das war wohl der Anlass dafür, dass eben seine Freundin genau an dem Tag mit ihm auch Schluss gemacht hat. Also sehen Sie mal, was war alles an dem Tag. Ja, also der Nico ist nach der Mittagspause voll komisch zu mir gewesen, ja. Und später habe ich dann mitbekommen, dass diese Laura, also seine Freundin, mit ihm Schluss gemacht hat. Und auf einmal war ich die Schuldige. Wer von uns ist denn fremdgegangen? Du oder ich? In welchem Paralleluniversum schwebst du gerade davon? Da war nie was. Ach so, da war nie was. Und darum bist du auch am Abend, als wir den Laden dicht gemacht haben, überhaupt nicht ausgeflippt und hast mir auch keine mitgegeben, oder? Doch, also das hat er eingeräumt, dass er ihnen eine Ohrfeige gegeben hat im Streit. Ja, aber wie halt? Der hat mir so eine mitgegeben, dass ich gegen den Tresen geknallt bin. Und danach? Ja, danach, also er meinte halt, ich bin eine blöde Schlampe, ich habe seine Beziehung kaputt gemacht und ja, das geschieht mir recht. Das stimmt nicht, ich habe mich sofort bei dir entschuldigt. Ach so, du wolltest mich umbringen, das hättest du auch beinahe. Und ich bin dann zur Hintertür raus und er ist mir dann hinterher. Ja, auf jeden Fall hat er mich dann festgehalten und ich habe mich dann gewehrt. Also. Alles in Ordnung? Ja, schon. Also der Nico, der hat mich dann festgehalten und mir mit der Faust in den Magen geschlagen, bis ich dann sogar Blut gespuckt habe. Also nicht. Das gibt's doch nicht. Was erzählst du mir? Du weißt doch, dass ich das nicht war. Natürlich, sogar als ich auf den Boden gelegen bin, hast du mich noch getreten, okay? Ich war mir sicher, der bringt mich jetzt um. Wohin hat er sie geschlagen? Und ja, hier getreten? In die linke Seite, in den Bauch, alles eben. Wie kam es dann, dass der Täter doch noch von Ihnen abgelassen hat? Ja, mir ist dann klar geworden, wenn ich jetzt nichts unternehmen kann, dann bringt er mich um. Und dann habe ich halt mit letzter Kraft, so laut ich noch konnte, um Hilfe geschrien. Ja, und danach weiß ich auch nichts mehr. Sie haben schwere Verletzungen erlitten, das ergibt sich aus dem ärztlichen Gutachten. Hier steht, die Patientin Cassie Pape erlitt mehrere Rippenbrüche im linken Brustkorbbereich sowie eine Ruptur der Milz, also Milzriss. Zudem ergab die Untersuchung zahlreiche Hämatome am ganzen Körper. Sie erlitt durch umherliegende Glasscherben, außerdem kleine Schnitte im Gesicht. 10 Tage sind sie stationär behandelt worden.
Wie ist es denn jetzt? Wie geht's Ihnen denn jetzt? Da ist ja ein Teil der Milz, musste sogar operativ entfernt werden. Ja, also mir geht's immer noch schlecht. Also schlafen kann ich nur mit Tabletten. Neulich hatte ich auch nachts wieder so eine Panikattacke. Da dachte ich, der Nico steht neben mir und bin dann wie so eine Verrückte ins Treppenhaus gelaufen und bis dann sogar die Nachbarn rausgekommen sind. Ich find's wirklich schlimm, was Ihnen passiert ist. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass nicht mein Mandant Ihnen das angetan hat. Natürlich war's der Nico. Wer soll sonst gewesen sein? Denken Sie etwa, ich bilde mir das hier alles jetzt nur ein, oder wie? Dann würde ich mir mal die Bilder hier genauer anschauen. Was machen Sie denn da? Die hier, was? Ich bin nicht kurzsichtig. Denken Sie etwa, ich bilde mir das alles ein, oder wie? Setzen Sie mal ganz schnell wieder hin und die Bilder hängen Sie auch wieder dahin. Hallo? Sie können hier nichts Inventar ja, aber ich habe keinen Job mehr. Zurück. Ja, hängen Sie das Bild zurück, bitteschön. Was sind das für neue Methoden? Und jedenfalls sind Ihre Ja, ich habe keinen Job mehr, ich habe keine Kohle und alles wegen dem hier. Also Ihre Anschuldigungen gegen Dr. Bergmann und Frau Pape sind doch völlig unangebracht. Und bei allem Verständnis für Ihre undankbare Aufgabe, Sie sollten nicht versuchen, ausgerechnet Ihren Mandanten als Opfer darzustellen. Es ist echt scheiße, was dir passiert ist. Aber warum sagst du, dass ich das war? Ey, du bist so ein mieser Lügner. Deine Freundin betrügen kannst du, Frauen schlagen kannst du. Und jetzt bin ich diejenige, die als Lügner darstellen soll, oder wie? Ja, und ich bin mir sicher, dass Sie den wahren Täter decken wollen. Und diesen wahren Täter, der ist wahrscheinlich im Drogenmilieu zu finden. Drogen, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Joint geraucht. Nicht mal eine Zigarette. Das habe ich mir schon gedacht, dass diese Ausrede kommt. Wissen Sie, mein Mandant hat mir von einem Vorfall erzählt, dass eine Dame, eine Kundin bei Ihnen im Sexshop nach Drogen verlangt hat. Ja, das war am Tag vorher. Da kam die Trulla rein und hat zu dir gesagt, dass sie Crystal Meth bei dir kaufen möchte. Was? Ja. Stimmt doch gar nicht. Jetzt soll Frau Papa auch noch eine Drogendealerin sein. Moment, also ob da eine Kundin reinkam und nach Drogen gefragt hat, das können wir ja, Herr Vorsitzender, Ihnen liegt das Video vom 18. Dezember doch vor. Das können wir doch einfach nur abspielen und dann ist es belegt. Beschluss, das Video wird abgespielt und dadurch in Augenschein genommen. Ich bin mal gespannt, was das jetzt belegen soll. Ja, genau. Da kommt jetzt die Trulla rein, geht zu Cassie Pape und da fragt sie und sagt ihr direkt, sie braucht neues Meth. Crystal Meth. Und hat die Frau tatsächlich nach Drogen gefragt? Nee, also keine Ahnung. Das ist eine von den ihren Junkies, die bei uns am S-Bahnhof abhängen. Keine Ahnung, was die da gelabert hat. Ja, das kann ich dir sagen. Die hat nämlich gesagt, du hast es versprochen, Cassie. Woher sollte die denn überhaupt meinen Namen wissen? Ey, die war doch total verpeilt. Außerdem wusste ich doch nicht mal, was die von mir wollte. Das hast du mir doch dann noch erklärt. Ach Gott, ja, da hast du dich extrem blöd gestellt. Ich weiß nämlich ganz genau, die Frau ist reingekommen und hat zu ihr gesagt, ich brauche neues Meth. Und sie hat mich dann gefragt, was ist denn Crystal Meth? Und da wusste ich ganz genau, dass du weißt, was das ist. Eben. Und außerdem ist diese schreckliche Droge durch ihre verheerende Wirkung in den Medien so präsent, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Sie nicht einmal den Namen gehört haben wollen. Für wie dumm halten Sie uns eigentlich alle? Also tatsächlich ist dieses Crystal Meth eine Modedroge, ist wohl mit die Droge, die am gefährlichsten ist, bei der am schnellsten Körper und Geist zerstört werden. Extrem gefährlich, macht extrem schnell abhängig. Und jetzt habe ich gesehen auf dem Video, dass Sie dieser Frau irgendwas ins Ohr geflüstert haben? Was haben Sie denn gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich habe mich mit diesem Foto mal in der Drogenszene umgehört, um die Identität der Frau herauszufinden. Und es ist mir gelungen. Das hier ist Michelle Vogt. Auch sie ist Crystal Meth. Den Namen habe ich noch nie gehört. Schnelle Antwort dafür, dass ich Sie gar nicht danach gefragt habe. Aber Sie wurden mit Michelle Vogt zusammen gesehen. Wir sind Ihrem Verdacht, dass Cassie Pape mit Drogen gedealt haben soll, natürlich nachgegangen. Aber es gibt überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Es gibt auch keine Hinweise. Wieso haben Sie dann diese Junkie-Tussier nicht antanzen lassen? Könnte Ihnen doch am besten erst sagen, ob ich ihr Drogen verkauft hätte oder nicht. Jetzt tun Sie doch nicht so scheinheilig. Sie wissen genauso gut wie ich, dass Michelle Vogt bereits verstorben ist. Sie ist noch in derselben Nacht vor die Straßenbahn gelaufen und hat sich tödlich verletzt. Echt krass. Ja, und was kann ich jetzt dafür? Noch Fragen an die Zeugin? Keine. Dann nehmen Sie bitte den Platz. Sie bleiben unvereidigt. Dr. Jörg Bergmann, bitte. Guten Tag, Herr Dr. Bergmann. Grüß Gott. Nehmen Sie bitte Ihren Platz. Als Zeuge muss man die Wahrheit sagen. Wer das nicht tut, macht sich strafbar. 55 StPO, ich belese, Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Dr. Jörg Bergmann, 44 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, Zahnarzt, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Am Abend des 19. Dezember 2012 sind Sie ja dem Opfer der Frau Pape zur Hilfe gekommen. Schildern Sie bitte mal, wann Sie am Tatort waren, was Sie da überhaupt gemacht haben. Und was Sie also, da gesehen haben natürlich auch. Ich bin so kurz nach 8 habe ich ja, in der Nähe des Sexshops geparkt. Bei der Uhrzeit sind Sie sich sicher? Ja, weil im Autoradio waren gerade die Nachrichten Okay, aus. Und weiter? Ja, ich bin schon beim Aussteigen habe ich den Schrei einer
jungen Frau gehört und dann kam er schon hier aus dem Hinterhof gerannt. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Ja, also der hat um sich rum überhaupt nichts mehr wahrgenommen. Der ist so schnell an mir vorbei, ich musste auf die Seite springen, weil sonst hätte er mich voll umgerannt. Das stimmt nicht. Ich bin ganz normal gegangen. Es war ziemlich genau 8 und Sie habe ich da nicht gesehen. Da war gar keiner, als ich aus dem Hinterhof rauskam. Sagten Sie schon, Sie haben einen Hilfeschrei gehört. Was haben Sie da gemacht, als Sie den gehört? Ja, ich bin dann sofort eben in den Hinterhof und dann habe ich so ein Röcheln gehört und so ein Wimmern aus der Richtung der Altglascontainer. Da bin ich dann eben hin und na ja, da lag dann eine junge Frau mitten in den Glasscherben drin, das Gesicht zerschnitten, also kein sehr schöner Augenblick. Hat sie Ihnen gesagt, wer sie so gerichtet hat? Ja, sie hat immer wieder so geröchelt. Nico, nein, Nico, nein. Und Sie sind sich sicher, dass es der Angeklagte war, der Ihnen entgegengekommen war? Ganz sicher. Also er hat eine Jeans angehabt mit so einem blauen Kapuzen-Sweatshirt und einen Rucksack hat er dabei gehabt. Genau, das hatte der an dem Tag an. Ja, das tragen viele junge Männer. Aber der kannte doch den Nico auch vom Sehen hier. Stimmt das? Naja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Also gut, ich war Kunde in dem Shop und bin auch da immer hingefahren, weil der in einem anderen Stadtteil eben lag, als meine Praxis ist, damit ich eben nicht riskieren musste, irgendeinem meiner Patienten zu begegnen. Ja, ich kenne Sie auch vom Sehen und deswegen weiß ich ganz genau, dass wir uns an dem Abend nicht gesehen haben. Sie waren einen Tag vorher da und haben sich mit Cassie gestritten. Naja, also Streit würde ich das jetzt nicht nennen. Sondern? Ja, ich hatte eine Reklamation, ich habe ein paar Tage davor was gekauft. Naja, gut, das hat halt nicht funktioniert. Ja, und warum haben Sie das nicht bei mir reklamiert? Sie kamen rein und wollten ausdrücklich Cassie sprechen. Ja, weil sie hat mir den Artikel ein paar Tage zuvor ja empfohlen. Also. Was war das denn für ein Artikel? Ach, Frau Kollegin, das spielt doch für die Verhandlung überhaupt keine Rolle, was Herr Dr. Bergmann sich das aber trotzdem gerne gekauft hat. Ja, das möchte ich jetzt nicht sagen, das ist mir jetzt unangenehm, ehrlich gesagt. Naja, das müssen Sie jetzt leider schon sagen, um die ganzen Hintergründe hier zu erhellen. Es waren Handschellen und die ließen sich leider nicht richtig schließen. Also, Sie hatten kein Vergnügen damit, ja? Und deswegen kam es angeblich zu einer Reklamation. Und das spielt ja sehr wohl eine Rolle. Ich würde Ihnen gerne mal das Video zeigen von diesem angeblichen Reklamationsgespräch. Ja, ich habe da einen ganz anderen Eindruck, wenn ich mir dieses Gespräch anschaue. Das war eine Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Cassie Pape. Gut, das Gespräch ist ja auch von der Überwachungskammer in diesem Sexshop aufgezeichnet worden. Und da geht der Beschluss, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ups, das hatten wir ja schon. Nein, das ist das Falsche. Entschuldigung. Gerade mal. Herr Dr. Bergmann, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen abwesend. Wissen Sie, bei mir in der Praxis geht es zurzeit runter und drüber. Ja. Und wenn man dann auch noch hierher muss, das hat man ja auch nicht alle Tage. Ja, glücklicherweise nicht. Ja, ja, da haben Sie recht. So, das müsste jetzt das richtige Video sein. Ja, das ist es wohl, oder? Das war am 18.12., also einen Tag vorher, genau. Ja, ja gut, das bin ich, richtig. Ja. Und da verlangen Sie Cassie Pape, oder? Genau, richtig, da haben Sie recht, ja. Ja, da kommt sie ja auch. Ja, und Sie wollen uns doch nicht allen Ernstes erzählen, dass Sie so ausgerastet sind, nur weil Ihr Sexspielzeug nicht funktioniert hat. Ach, hören Sie auf. Will ich jetzt nicht. Und wie jetzt auch alle gesehen haben, den Artikel haben Sie nicht mal zur Reklamation dabei gehabt. Finde ich auch sehr seltsam. Den hatte ich in der Jackentasche und ja. Die Handschellen hatten Sie in der Jackentasche. Genau. Und was waren denen kaputt? Die ließen sich nicht schließen. Ja, und einen Kaufbeleg haben Sie auch nicht dabei gehabt. Ist richtig, den hatte ich eben leider vergessen. Das ist ja das Problem. Ja, ich habe Ihnen den Artikel verkauft. Und ja, wir haben halt einfach die Ansage, dass wir so wenig Artikel wie möglich zurücknehmen. Ja, und daraufhin habe ich den Herrn Bergmann dann halt abgewimmelt. Dann war der halt sauer und ist halt dann gegangen. Dr. Bergmann ist aber trotzdem hier Zeuge und kein Verdächtiger. Also was soll das Ganze? Aber er lügt, wenn er behauptet, dass er meine Mandanten gesehen haben will. Und ich will wissen, warum Sie lügen. Passen Sie auf, mir ist diese Angelegenheit hier peinlich genug. Ich will jetzt nicht auch noch von Ihnen der Lüge bezichtigt werden. Wieso waren Sie dann eigentlich am nächsten Abend noch mal in der Nähe des Sexshops? Ja gut, ich meine, ich habe halt eingesehen, dass ich vielleicht ein bisschen überreagiert habe und wollte mich dafür entschuldigen. Und außerdem wollte ich diese vermaledeiten, defekten Handschellen endlich loswerden. Ja, aber der Sexshop hat um 20 Uhr ja schon geschlossen. Ja, also mir war nicht bekannt, dass Geschäfte solcher Art, da dachte ich eigentlich, die hätten ein bisschen länger offen. Ja genau, mein Mandant hat mir gerade gesagt, dass die teuersten Handschellen in diesem Sexshop 19,95 Euro kosten. Und jetzt wollen Sie mir allen Ernstes erzählen, dass Sie eine Stadtrundfahrt zweimal machen, um diese billigen Handschellen zu reklamieren? Ich bin vielleicht ein gut verdienender Zahnarzt, aber ich werfe mit meinem Geld sicherlich nicht um mich. Und außerdem war ich sowieso die beiden Male in der Gegend. Weitere Fragen? Keine. Dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Als nächstes Laura Weiland, bitte schön. Und Sie dürfen Platz nehmen. Guten Tag, Frau Weiland.
Nehmen Sie bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wer das nicht tut, macht sich strafbar. Sie heißen Laura Weiland, 17 Jahre alt. Sie wohnen in München. Sie sind ledig, Schüler, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nun wird dem Angeklagten vorgeworfen, am Abend des 19. Dezember 2011 seine Kollegin Cassie Pape zusammengeschlagen und schwer misshandelt zu haben. Am selben Tag, das soll genau diese Frau Pape Sie informiert haben, dass sie angeblich eine Affäre mit ihrem Freund, dem Angeklagten, hatte. Laura, ich habe dir millionenmal gesagt, dass da nichts gelaufen ist. Ich habe auch zuerst geglaubt, dass es eine Verarsche von Nikos Freunden ist, als sie Trulla angerufen hat. Ich meine, wer heißt schon Cassie? Aber dann hat sie mir die Fotos geschickt. Was für Fotos? Moment, ich zeige sie Ihnen mal. Auf welchem Weg hat sie Ihnen das geschickt? Per MMS. Darf ich es mal sehen, bitte? Ja.